Hallo und herzlich willkommen. Hier ist weitere Folge hier bei Kettle und Kopf. Jetzt nächste der Aufbruch an, fahre zum Maisfeld. Machen wir mal ganz kurz. Hier im Getreidefeld macht nur ein Lohnunternehmer und düngt gerade. Das ist so vom Szenario so vorgegeben. Konnte nicht beeinflussen. Hat auch selber gedüngt. Wir wären leichter und schneller gewesen. Aber wir fahren mal zum Feld, zum Maisfeld. Und dann schauen wir mal, was das Szenario uns noch für Aufgaben gibt. Ich weiß noch nicht genau wann die Aufgabe fertig ist. Mal schauen. Ist mir auch alles neu. Können wir nicht warten, bis das Auto hier, ne? Auto noch mal ein, dann ist er meistens ein bisschen schneller. Ja, wir haben jetzt Monat Mai, den 7. und schau mal, Natur ist hier auch ein bisschen grüner geworden, ne? Die Bäume sind grün, das Gras ein bisschen dichter geworden. Und es war allerdings wärmer geworden. Über 20 Grad. Sonnenschein. Bestes Wachstumswetter, wenn der Boden feucht genug ist. Ne? Nehmen wir an, dass auch Regen gefallen ist. Eine Zeit. Oh. Hier ist hier auf dem Auto auf der Straße. Das ist nicht gut. So, wieder einschalten, Tomat. Dritten Gang, ne? Also maximale Geschwindigkeit. Das Feld ist auch schon zu sehen. Mal gucken, ob wir uns da die richtige Arbeit haben. Wir fahren verkehrt, aber gut. Wir müssen den Punkt erreichen, da wo steht die 026. Und da wird auch schon gedüngt. Wie gesagt, da wo ich aufgehört habe, da ist natürlich nicht gut, ne? Ja, sag ich mal, dumm gelaufen. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Macht also nicht viel, weil LS-Mission dafür erfüllt. Dann entsprechend Steuer sind grün geworden. Da sind wir. Auch hier wird die Düngung vom Lohnunternehmer verrichtet. In diesem Fall Gärreste mit dem Stapel VT 18.000 Gülleverteiler. Du hast dich versichert, dass alles gut wächst und gedeiht. Nachdem du zurück den Hub gefahren bist, kannst du ruhiges Wissen wieder ein paar Monate bis zur Ernte springen. Gut, dann fahren wir zum Hof. Fahrer zurück zum Hof. Einsteigen wir schon. Bleib drin bleiben. So. Ja. Der düngt ja nun fleißig. Bergauf geht nur gut mit Tempomat. Wir fahren zurück zum Hof. So, nochmal einen mehr. Das soll jetzt wie verstanden gehen, ne? Ja, dann sehe ich das schon mal so kommen, dass wir ernten dürfen. So, langfahren. Straße voll. Aha, okay. Ja, aber Händler ist auch nichts los, ne? Da scheine ich der Kunde zu sein. Oder der zukünftige Kunde. Ja, kommen wir geradeaus.
Ich dachte, dann düngen wir noch selber. Na, das macht ein Bauer, KI. Also ein Lohnunternehmer. Ist schon okay, ne? Dann düngen wir das nächste Mal, haben wir schon oft genug gemacht. Hier war das jedenfalls hier einmal, glaube ich, jetzt. Mit Gülle oder mit Gärreste, was da war. Oder mit Klärschlamm. Und mit Dünger auch schon. So. Frei. Frei. Drüber. Ja, dann fahren wir zurück zum Hof, ne? Lieber die Felder vor Ort genommen, das wäre besser gewesen. Wenn wir eine Ernte, dass wir dann entsprechend gleich hierher fahren können, ne? Da sind wir wieder. Gut. Gehen wir zum Hof, zum Haus, ne? Mietz ist auch da. Und da ist der Vogel wieder. So, jetzt geht automatisch die Zeit voraus. Juni haben wir jetzt. Muss ein bisschen kalkulieren, denke ich mal, ne? Es ist nun Hochsommer und die Sommergerste befindet etwas 90er BBCH Stadeln, wo es nahezu reif. Was brauchst du alles für die Ernte? Zunächst erstmal einen Traktor mit Anhänger. Fahr das mit einem MB-Truck zum Anhänger. Hammer, Transfer King, häng ihm an und mach dich auf den Weg zum Feld. Das werden wir tun. Wir haben gerade mit Sport. Da muss Mietze. Da haben wir auch Unterstand. Schön. Ja. Gehen wir zum Traktor. Oh, wir haben jetzt einen Anhänger. Wie kommt man das denn? So. Den hängen wir jetzt an. Vom Gewicht war nicht die Rede. Dann wundert, dass wir keinen kaufen müssen oder vom Händler. Aber mehr Geld haben wir auch nicht. Aber die Hände sind etwas über den Lenkrad, ne? Gut, das ist ja rein optisch gesehen. So. So, bringe den Transfer King Anhänger mit dem MB-Takt zum Getreidefeld. Machen wir jetzt. Das Getreidefeld ist wieder weiter weg. 1,2 Kilometer. Hier ist Getreide auch schon reif. Rechts von mir hier. Ne? Oder so gut wie reif. War noch gar nicht mal. Wie ist denn nun die Aussaat, ne? Na gut. Dann machen wir noch die Ernte fertig. So kein Problem. Bin dann gespannt, wann wir den ersten Unfall haben. Oh, hier ist viel Mais. Bin ja gespannt, wie mein Getreide aussieht. Wir müssen links fahren. Oh ja, hier war schon knapp. Ich muss ein bisschen gucken, nutzt alles nichts. Ja, heute ist Dienstagfolge. Und schönen Dienstag. Ja. Die Zeit geht voran, ne? Das gehört auch alles ein Szenario dazu. Ob da schon einer hingebracht hat, einen Drescher, und schon arbeitet? Könnte sein, ne? Unwahrscheinlich.
Eher so, dass sie doch noch alleine arbeiten müssen, ne? Die weiße Elster. Ha, da fährt ein Schiff drauf. Glaube ich eher nicht. Auf der Elbe schon, oder ist da, wusste ich das nicht. Mir hat nicht bekannt, dass das Ding schiffbar ist. Ist auch durchaus möglich, dass sie entsprechend der heutigen Technik-Schleusen das möglich gemacht haben. Ich schließe es mal nicht aus. Oh, Mais? Das mein Feld? Nö. Mein Feld ist rechts. So. Wir folgen mal der blauen Linie jetzt, ne? Sonst haben wir so ein Durcheinanderfahren hier. Im Nachhinein hätte ich doch ein bisschen mehr arbeiten sollen, ne? Ein bisschen nachsehen gleich. Die Ränder und so. Na ja, gut. Das ist halt wie es ist, ne? So, da sind wir halt. Ich werde es verkraften. Nach dem Tsunami geht es eh von. Na, von vorn nicht, aber halt. Neues Tutorial, kann man sagen. So, warte auf den Mähdrescher, ja, das werden wir tun. Da kommt er ja schon, Wahnsinn! Da du schon länger mit den Unternehmern befreundet bist, lässt er dich fahren. Nimm also den Mähdrescher, der frischt das Feld. Der drischt das Feld zu Ende. Gucken wir aber zunächst mal den Drescher an. Das machen wir. Oh, das ginge. Das ist ja richtig. Der Mähdrescherfahrer muss den Mähdrescher genau passend einstellen. Dazu. Denn sonst fallen wertvolle Körner aus der Maschine, bleiben auf Acker. Das will man als Landwirt natürlich verhindern. Mensch, schwieriges Deutsch. Ja, lesen ist nicht meine Stärke. So, dann gehen wir da vorne hin. Vorne ist das Schneidwerk, was an Drescher angebaut und für den Straßentransport. Wäre gespannt, der wird warten. Transportwagen geladen werden muss. Durch den Schrägfeuer geht das Getreide in den Mähdrescher und dann in das Dreschorgan, wo die Körner aus der Gäre, aus der Ähre, somit vom Halm getrennt werden. Okay. Gehe an die rechte Seite. Machen wir mal. Das Auto muss erwarten. Oh, schon weg. Das Stroh geht über Siebe und von hinten zum Drescher. Bei dem Sieben wird der Strom manchmal nochmal gesiebt und die Körner fallen durch das Sieb. Sie werden über einen Aufzug zum Elevator, also oben vom Ladings, sagt der, den man Elevator nennt, ein Großdreck hinter den Turbinen befördert. So. Das Stroh wird hinten ausgeworfen, entweder gehäckselt oder als ganzen Halm. Wenn das Stroh klein gehäckselt wird, verrottet es leichter und dient zum Humusaufbau im Boden, das wiederum wichtig ist, um die Nährstoffe im Boden zu speichern. Genau, geh an die linke Seite. Dass ich aber erlässlich verstehe, dass das ihr als Düngestube zählt. Wird das Stroh im Schwad abgelegt, kannst du es pressen und anschließend einstreuen und Bullenstellen verwenden. Oder beim Händler verkaufen. Okay. Weiter. Stell dir, ach so, einstellen. Das geht hier auch. Ach, Sadie, also hat getan, okay.
Geht ja nicht weiter, der Bruder. Nun kann es losgehen. Nun kann es aber losgehen. Bringe den Drescher in die Amtfunktion und dresch das Vorgewende. Zwei Bahnen sollten die ausreichen. Denk daran, im Uhrzeigersinn zu fahren, da das Abtankrohr in der Fahrtrichtung links liegt. Steig mal ein. Gutes Stück. Nun kann es los. Achso. Dresch das Feld, genau. Kommt ein Auto? War eh zu spät, ne? Ja, hab ich mal auch gesehen, ne? So. Ja. Eine gute Frage, ne? Hast du ausklappen, ne? War doch was gewesen irgendwie. So, kann das losgehen? Mein erste Feld. Haben wir hier das gepresst oder was haben wir gemacht? Wir machen keinen Stroh. Wir haben keine Bullen. So schön. Der Metro-Schlüssel ist ungewohnt zu fahren, da er die Lenkung anders am Traktor hinten hat. Aber du kommst da schon hin. Aber du bekommst das schon klasse hin. Achso. Ja, lesen wir alles, ne? Ja, die Marke kenne ich nicht. Also Glas, ja, aber Tucano. Ist auch ein kleines Gerät in Anführungszeichen. Aber ich sag mal so. Bei der Größe der Felder ist es aber nicht so dramatisch. So. Es ruckelt ein bisschen überall, aber. Hier sieht man überall, wo ich ein bisschen nicht sauber ausgesehen habe, ne? Na ja, gut. Das nächste Mal sind wir ein bisschen genauer. Und was wir gar nicht gemacht haben zum Schluss, wo die Meldung kam, kannst du nach Hause fahren. Das ist ein herrliches Gefühl, die eigenen Erde zu dreschen, oder? Versuche die Sandreihe des Schneisbergs auszunutzen, um die Bahn gerade zu fahren. So kannst du am effizientesten Drescher und du eine Zeit um diese. Ich denke mal, die Zeit ist hier nebensächlich. Bei nur zwei Fällen im Jahr kommt es auf die Stunde nicht drauf an. Und der fährt ziemlich schnell, muss man dazu sagen, ne? Das ist auch ein bisschen unrealistisch mit 20 km/h. Und dann muss dann bald mal gefixt werden. Aber wieso rollt man Takt auf die Straße? Ja. Okay, das ist ein bisschen genauer. Dann fahren wir knappe. Dann haben wir schon das Vorgewende gefahren, aber noch eine Runde. Dann bleibt ja nicht mehr viel, ne? Nochmal T. Gehen wir auf. Ja, das ist ganz schön schnell. Das ist nicht ganz realistisch. Hauptsache, wir kriegen auch fertig, weil wir brauchen ja gewisse Mengen, ne? So.
mal Getreide auch schaffen, ne? In der jetzigen Folge. Ungefähr 30 Minuten ungefähr. Müssen Gas geben. Alles unrealistisch. Ah, im zweiten Gang Tempomat. So. Zur Ernte muss das Getreide reif sein, die Pflanze und die Körner trocknen. Der Landwirt drischt im Idealfall, wenn das Korn eine Restfettigkeit von 14% hat. Ist es nasser, musst du zunächst lagerfähig machen. Du musst das Getreide am besten trocknen. Wenn du das Getreide verkaufst, musst du für das Trocknen zahlen. Es ist trockner, ist es trockner, verlierst du Geld. Weil das Getreide leichter ist, nach Gewicht. Und Inhalt schon abgeführt. Wird es zu spät geerntet, können aus den Ehren fallen und kaute Pflanzenflächen bleiben. In diesem Mal kommt der Known unter dem Pass genau und es staubt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Warte hier, dieses Mal kommt der Known unter dem genau und passt es. Passend und er staubt. Achso. Naja. Das ist irgendwie schwer zu lesen. Aber hier staubt nichts. Ich denke mal, dass wenn es lang genug Zeit ist im Trocknen und Wetter passt, kann man sicherlich warten, und wenn das Wetter überhaupt nicht passt, dann wird man mit Trocknen nachhelfen müssen, bevor das komplett auf dem Halm verfault, ne? Und man mal abwägen, ob da die Zeit noch ausreichend ist oder man da Gas geben muss. Schwer zu sagen. So, Vorgewende ist fertig. Ja, bei dem kleinen Feld ist er ein bisschen, ja, ineffizient, ne? Ja, noch nicht mal halb voll. Wie gesagt, wenn zwei Vorgewinne fahren würden, dann blieb nicht viel übrig. Also der Händler wird also so prüfen, ob das Getreide benasset ist. Heute wird das Stroh, also die Halme des Getreides, gehäckselt. Großfläche den Meter verteilt. Wenn du das Stroh hinterher pressen und die Ballen einsam möchtest, kann der Meter auch so erstellen, dass die Strohballen ganz bleiben. Ja, und jetzt nicht mehr. Ich fahre irgendwie einen halben Viertel her und pressen drin. Doch nicht verlangt, ne? Also habe ich keine Kühe. Wenn ich das Gerät ausleihen muss, so viel Ballen, kann ich gleich verdienen. Verkauf von Stroh. So, und den Rest dreschen noch. Dann kriegen wir alles noch rein. Junge, auf den Zahn hat er drauf hier. Oh, 5600 Liter. 10.000 würden reingehen. Okay, das müsste noch ausreichend sein. Das müsste noch eine Folge schaffen. Ein langes Szenario.
Ups, da war so schnell. Da stehen. Getreide muss bei der Ernte trocken sein. Es ist erst lagerfähig, wenn es unter 14% Feuchtigkeit hat. Das Getreide ist heute genau passend trocken, somit lagerfähig. Also machen die Lagern es ein. Wieso kommt der jetzt gefahren? Du kannst warten bis zum Schluss. Das ist noch nicht voll. Ich hab nicht gerufen. Na? Nervt. Dresch fertig und lade den Anhänger ab. Okay. Also fertig machen auf jeden Fall. Das ist lästig und wieder hinterher. So wie. Genau da, wo er nicht stehen sollte normalerweise. So. Jetzt steht er genau drin im Feld. Das haben wir gerne. Gut. Ja, kriegen wir nicht alles mit, oder doch? Oh. O geht nicht. B aus. So. Ja, das ist typisch. Ich stehe im Weg. Dann wollen wir diese Steuerung machen hier. Dann machen wir noch leer. Passt. Bremse. Bremse. Ist ja schlimm. Denn er würde auch ausladen, auch außerhalb des Dreschers. Äußerst ungünstig. Dann können wir den nicht abschließen, ne? Viel haben wir nicht geerntet. Kriegen wir nicht viel Geld für. Kein neues Land. Keine, ja, neuen Geräte. Keine eigenen Geräte. Schlecht. Der Lohnunternehmen muss auch bezahlt werden. Kriegen wir überhaupt voll? Nur ein paar Boom, Glück gehabt. Lade das Steinwerk aus dem Fensterfall und bring den Dresch in den Transportmodus. Super, das Getreide. Super, das Getreide hast du sicher aus den Anhänger überladen. Um sicher auf der Straße unterwegs zu sein, muss der Drescher eingeklappt werden. Wichtig ist natürlich, das Abtankrohr ein und den Korntank zu klappen. Das heißt, das Rohr fahren wir ein. Klar, logisch. Dann machen wir das Ding zu. Und dann machen wir X. Leitwerksfahren, ne? Das machen wir auch vielleicht. Da steht er da vorne irgendwo. Hat er ja hingestellt. Der Kollege. Mein bester Freund. Kenne ich auch nicht, aber egal. Aber du schau, das machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann sag mal tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter mit der Mission hier. Was kommt genau, weiß ich nicht. Ich denke mal, wir werden jetzt den Drescher zurückfahren und dann mit Mais irgendwann anfangen. Mais kommt ja eigentlich im Herbst. Das heißt, bis später. Aber wir sind morgen wieder. Und tschüss, ciao, Danne und B.
Danke schön fürs Reinschauen. Tschüss.